Ich bin Hanne Günther vom Sechsauer Malpreis. Zu unserer Gruppe gehören noch Sibylle Odenthal, Christa Wagner, Bärbel Bär und Erhard Sachs. Normalerweise stellen wir unsere Bilder immer hier in der Bürgerbegegnung aus, aber nun in Corona-Zeiten ist das ja nicht möglich. Darum sind wir auf die Idee mit der Fensterausstellung gekommen. In den 14 Fenstern der Bürgerbegegnung stellen wir jetzt alle 4 Wochen unsere Werke aus, seit Februar schon. Super schön. Ja. Welches ist das Grüne? Das Grüne, ja. Und das Rote, weil ich auch die 2 Komplementärfarben so nebeneinander. Aha. Also das finde ich, das hat so richtig Pep. Die Inspiration war einfach bedingt durch meine Reise nach Lanzarote. Ja, das hat irgendwie was mit Timanfaya, mit diesem Naturschutzgebiet da zu tun. Ja, ich denke, dazu passt es einfach. Ja, bei dem Thema organisch war für mich ganz klar, dass ich Formen aus der Natur gerne darstellen möchte. Hier habe ich ganz viele Motive gewählt aus dem Wurzelbereich. Das sind zum Teil Zwiebeln und andere Knollen mit ihrem ganzen Wurzelgefäß, so wie man das oft aus der Erde holt. Und das ist mir recht schnell so von der Hand gelaufen, diese strichartigen Formen, ohne das wirklich so im Detail genau zu erfassen. Das ist ein hoher Baum. Er soll einfach symbolisieren, dass Bäume jedes Jahr wieder austreiben, frisches Grün haben, für unseren Sauerstoff sorgen und ungemein wichtig sind für uns und in der Natur. Bewohner für Vögel, für Insekten, für alles Mögliche. Drum schützt die Bäume. Viele meiner Kunst kommt eigentlich aus dem Kinderspielzeug. Früher habe ich halt viele Kinderspielsachen aus Holz meistens gemacht. Ah. Und als alles erledigt war, habe ich dann halt begonnen, meine Figuren von der Funktion zu befreien. Und damit wurde es irgendwie aus von alleine Kunst, wie ich jedenfalls meine. Und eigentlich die Uridee ist ein sogenannter Zwergenbaum. Das ist so irgendwie so ein Baum und da kann man dann kleine Zwerglein hinhängen mit den Zipfeln, mit den Ärmchen, mit den Füßchen oder sowas. Und das habe ich dann von dieser Funktion befreit. Ja, hier ein grünes Bild. Ein bisschen dschungelmäßig. Wir haben ja das Thema organisch. Es ist auch so ein Bild aus der Natur. Bachgrund vielleicht. Und da sind so Kiesel auf dem Grund und das grünliche Wasser. Und das Licht schimmert durch. Es gibt solche Reflexe. Und auf dem nächsten Bild. Andere Seite. Da? Grün! Schauen wir zum nächsten Mal. Komm, wir gucken mal hier. Weiß ist für dich keine Farbe. Komm, wir laufen noch.